Das ist der Porsche GT3. Mark II. Mark II, das steht für Evolution, der Veränderung des Erbmaterials von Generation zu Generation. Die Population heißt Porsche. Die Gattung 911. Das Lebewesen GT3. Andere tarnen, er klotzt. Der Cupsport Porsche interpretiert Straßen als Rennstrecken. Neu ist der Zentralverschluss. Eine Schraube pro Rad ist gleich weniger Gewicht und schnellere Wechsel ist gleich Rennsport. Der GT3 steht für Hardcore Wellness, die Oase für Adrenalin-Junkies. 70% aller Besitzer suchen den Kick auf der Rennstrecke. Der Sportelfer liefert prompt. Die Instrumente der Distanzvernichtung gestalten sich nüchtern. Trotzdem, der Punker trägt Prada. Schweiß an den Griffeln saugt hier jede Menge Alcantara. Auf Wunsch und ohne Aufpreis gibt's für die ganz harten Überrollkäfig, 6-Punkt-Gurte und feuerfeste Schalensitze. Fürs Quartett. 435 PS, 6-Zylinder-Boxer-Hochdrehzahl-Saugmaschine, Heckantrieb 4,1 Sekunden auf 100, Spitze 312 km/h. Das Prinzip 911. Blechgewordener Konsens aus Alltag und Sport. Der GT3 treibt dieses Spiel nochmal auf die Spitze. Der Porsche GT3 hat sich schon in den letzten Baureihen immer dafür ausgezeichnet, dass ich mit dem Auto einigermaßen entspannt zur Rennstrecke fahren kann, sprich komfortabel, aber auch auf der Rennstrecke richtig Meter machen kann und fahre ganz entspannt wieder nach Hause. Entspannt fährt im GT3 höchstens der Dalai Lama. Allen anderen stellt's die Haare auf, wenn bei 3000 Umdrehungen die Drosselklappen von Bryan Adams auf Manowar switchen. Die Schwaben mögen es gerne härter und legen den Metal Elva 30 mm tiefer. Dank massig Anpressdruck und Sperrdifferenzial verschweißt sich der GT3 förmlich mit dem Asphalt. Gerade in den langsamen Kurven spüre ich die mechanischen Griffe. Wenn ich jetzt ans Gas gehe, zweiter Gang, da ist viel Punch da. Und das Auto einfach auf der Hinterachse überhaupt nichts macht, es geht nicht weg. Trotz wirklich Einsatz von 435 PS ist das Auto schön stabil, hält schön die Spur. Mechanischer Grip, Hammer. Diese kongeniale Kombination, auch mal wieder einen Schalter zu fahren. Mittlerweile DSG überall im Vormarsch, aber hier sitze ich drinnen, freue mich wirklich, alles mal wieder selber tun zu können, weil einfach diese Anordnung, das ist hier wirklich so perfekt. Du sitzt drinnen, Sitzposition, Lenkposition, Pedalerie, Schaltknauf, verkürzte Schaltwege, Sound. Ist einfach ganz, 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 ganz großes Tennis, würde ich sagen. Wimbledon ist ein Scheiß dagegen. Wechseln wir die Sportart und kommen zum Boxer. Maximal 8500 Schläge, 100 mehr als der alte GT3, haut der 6-Zylinder-Sauger pro Minute raus. 430 Newtonmeter Drehmoment stehen erst bei 6250 Umdrehungen zur Verfügung. Das heißt, wer Bums will, muss punchen, und zwar schneller als Klitschko und Co. Bisher war es für die Männer der Welt relativ einfach zu sagen, Schatz, du fährst meinen GT3 nicht. Die Autos hatten einfach keine Fahrhilfen. Porsche hat im neuen GT3 Mark II das erste Mal ein ESP verbaut. Und Porsche sagt darüber hinaus noch, damit ist man schneller. Das schaue ich mir jetzt genau an. Was Porsche ja definitiv kann, ist zumindest im Motorsport, da kenne ich es aus dem 907er RSR, wunderbar geile Fahrzeugelektronik bauen. Das Porsche Stability Management basiert auf drei Säulen. Der Querdynamikregelung, der Traktionskontrolle und dem ABS. Ans Gas. Kleines Regeln, aber das wäre im Normalfall ein Schlupf gewesen. Also ganz wenig, dass du hier spürst, dass das System eingreift. Und das, was Porsche einfach kann, ist diese Feinfühligkeit. Die Art und Weise, wie ein System regelt, ist wirklich nicht wirklich spürbar. Es ist so sanft, es ist wie so ein Bungee-Seil. Ganz langsam wird gezogen, ganz sanft wird wieder losgelassen. Es ist nicht so, bam, Holzhacker drauf, Holzhacker wieder runter, sondern wirklich sauber spürbar.
Meine Empfehlung ist ganz klar für den Sportfahrer, die Elektronik ganz klar nutzen. Das ist wirklich Rennsporttechnik auf der Straße. Ganz großes Kino. Neuester Film bei Porsche, das dynamische Motorlager. Es minimiert Vibrationen und Antriebseinflüsse des Motors unter Volllast und bei Lastwechseln. Garantiert ein Blockbuster in Nürburg und Umgebung. Dieser Schriftzug am Heckspoiler verrät schon, wir haben mehr Hubraum. Im neuen Sechszylinder-Boxer von Porsche 20 PS mehr. Und da wollen wir mal gucken, wie das gerade ausgeht. 4,1 braucht der GT3 mittlerweile auf 100. Spitzengeschwindigkeiten 312, das will ich natürlich versuchen. Hier auf der 4 Kilometer langen Landebahn in Großdöln. 250, 260, 270, 300. Bei 305 schalte ich in den sechsten Gang. Wie bekloppt ist denn die Nummer? 305, sechster Gang, total bescheuert. Sind auch die Bremsen des GT3. Keramik nimmt das Porsche und wir sagen einfach nur Vollbremsung. Nein, lieber Mann. Ah, der Apparat steht. Gott, die Augenstelle wieder reingedrückt, weil ein Porsche verzögert, das ist einfach atemberaubend. Leck mich am Arsch, bremst dieser Apparat, das ist unglaublich. Das Ding steht aus 312, als würdest du gegen die Wand fahren. Megamäßig. Ist der neue GT3 jetzt der Über-Porsche oder nur einer unter vielen? Mit dem aktuellen GT2 ist so die Frage neu entfacht. GT3 oder GT2, gerade für die Rennstrecke? Turbo oder Sauger? Bei dem Motor, 3,8 Liter, das Ansprechverhalten würde ich mich immer, ja, immer für einen Sauger entscheiden. Und so geil er aussieht, so viel mega Hammer, hyper, duper Spaß macht er auch. Ich würde sagen, wir fahren noch eine Runde quer, oder? Los geht's! Noch zum Schluss. 117.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Sorry, musste leider sein.